Ich denke, wir müssen heute mit dem Punkt zufrieden sein. Wir haben nicht die Leistung gebracht, die wir hätten bringen müssen, um hier mehr mitzunehmen. Und am Ende, nach dem Spielverlauf, muss man dann fast noch glücklich sein, dass man hier nicht 0-1 mit einer Niederlage nach Hause fährt. Aber ich denke, wir leben jetzt mit dem Punkt und müssen zusehen, dass wir nächste Woche gegen Bremen eine bessere Leistung bringen, um dann wieder 3 Punkte zu holen. Ja, wird jetzt anscheinend noch eine Weile diskutiert. Ich habe es gesehen und für mich ist das klares Abseits. Einfach, weil Philippe den Ball nicht so zurückköpft, wenn Gekas nicht auf einmal in seinem Sichtfeld auftaucht, aus dem Abseits. Dementsprechend ist das einfach, stört er ihn da und für mich ein klares Abseits. Aber ich nehme an, da gibt es noch ein paar andere Meinungen zu. Also ein Punkt ist ein Punkt. Hätten wir letztes Jahr einen Punkt mehr, wären wir im Europapokal, das wissen wir alle. Und einen Punkt nehmen wir hier mit, das ist das Positive. Und jetzt kommt ein direkter Konkurrent zu uns und da zählen nur 3 Punkte.